Hey Leute und herzlich willkommen in unserer Wohnung in Japan. Wir machen heute eine kleine Wohnungstour und wir starten hier im Genkan. Der sehr eng ist. Wenn ihr euch ein bisschen mit Japan auskennt oder schon mal in Japan wart, dann wisst ihr vielleicht, was ein Genkan ist. Für alle, die das nicht wissen, der Genkan ist ein Eingangsbereich, der noch für Straßenschuhe in Ordnung ist. Das heißt, hier der schwarze Bereich sozusagen, das ist der Bereich, wo man dann die Schuhe auszieht. Und ab hier, bei uns ist es keine Kante, meistens hat man so eine kleine Erhöhung oder Kante. Ab da startet dann der, ja, wie sagt man, nicht unbedingt Barfußbereich, aber der keine Straßenschuhe-Bereich sozusagen. Und bei uns ist das ein bisschen anders, weil es hier direkt in eine Treppe hochgeht. Hier unten gibt es nicht so viel Besonderes. Wir haben jetzt hier noch ein Schuhregal, wo ein paar unserer Schuhe drin stehen und ein paar Regenschirme hier. Und das war es eigentlich auch. Deswegen gehen wir mal direkt nach oben und da erzähle ich euch auch ein paar generelle Fakten erstmal zur Wohnung. Und hier befinden wir uns jetzt auch schon im ersten Stockwerk, beziehungsweise im Japanischen würde man sagen, das ist schon der zweite Stock, denn es gibt kein Erdgeschoss, das war eben sozusagen schon der erste Stock. Unsere Wohnung ist eine 1SLDK-Wohnung. Was bedeutet das? Ich habe das in dem Video zur Wohnungssuche schon mal kurz erklärt. Im Endeffekt bedeutet das, wir haben ein LDK-Room, also Living Dining Kitchen. Das ist ein Raum zusammen. Dann haben wir zusätzlich noch einen extra Raum, deswegen diese 1 da vorne dran. Und wir haben noch ein S, das ist ein Storage Room. Und das Ganze ist verteilt auf 2 Etagen bzw. 3 Etagen, wenn man das da unten mitzählt, wo wir gerade waren. Aber ich zähle das nicht so richtig mit, weil es ist wirklich nur der Eingang. Das heißt, die eigentliche Wohnung ist im 2. und 3. Stock nach japanischer Bezeichnung oder eben im 1. und 2. Stock nach deutscher Bezeichnung. Hier unten in diesem Stockwerk haben wir einmal das Bad, also die Dusche und so, und das Schlafzimmer. Und oben haben wir dann nochmal extra die Toilette, den Storage-Raum, die Küche und das Wohnzimmer. Hier hinter mir seht ihr unsere wunderschöne Garderobe, die wir uns so ein bisschen eingerichtet haben. Also wir haben so ein kleines Sideboard gekauft, wo wir hier Masken stehen haben, denn in Japan wird noch relativ viel Maske getragen und wir machen das auch noch relativ häufig. Und dann haben wir hier noch ein paar Taschen und sonstige Dinge, wie zum Beispiel Handcreme und unsere Jacken. Ja, nichts Besonderes, aber alles, was man halt so braucht, bevor man losgeht. Und was ich eigentlich an diesem Flurbereich auch noch ganz schön finde, sind diese Fenster hier. Das sind so 4 kleine Fenster, die fand ich eigentlich ganz süß, wo wir die Wohnung gesehen haben. Dachte ich schon so, ja, da kann man überall irgendwie kleine Deko und Pflanzen reinstellen. Wir haben jetzt noch nicht überall was drin, das hier ist noch leer, aber so nach und nach füllen wir das mit süßen kleinen Dingen. Und was ich hier noch ganz witzig finde, ist, dass wir hier dieses Fenster öffnen können und dann haben wir einen Lüftungsschlitz und hier ist sogar extra ein, ja, so Fliegengitter, Insektengitter davor, damit auch bloß keine Insekten reinkommen, denn das möchte man im Sommer wirklich nicht und das finde ich insgesamt sehr praktisch. Das machen wir jetzt aber zu, damit unsere Nachbarn nicht die ganze Zeit hören müssen, wie ich laber. Das war es aber auch schon alles, was es zu diesem Flur zu sagen gibt, deswegen gehen wir jetzt mal weiter und gehen hier ins Bad. Okay, das kann man vielleicht noch erwähnen. Hier ist ein Schuhschrank, wo ein paar andere Sachen noch drin sind. Und jetzt gehen wir hier rein. Wir haben hier schon mal Licht angemacht, weil das Licht braucht immer ein bisschen, bis es heller wird. Aber man kann hier noch ein Licht anmachen. Yay! Das ist unser Badezimmer sozusagen. Also wir haben hier vorne einen Bereich, wo das Waschbecken ist. Und wir haben hier zum Glück noch ein bisschen Ablagefläche, wo wir noch so ein kleines Regal hingestellt haben und so einen Mülleimer. Und hier ist ein bisschen Ablagefläche für diverse Badsachen. Was ganz cool ist, der Spiegel. Also erstmal haben wir hier eine extra Lampe noch, weil wenn man die nicht hat, dann wäre es hier, finde ich, ganz schön dunkel. Und wenn diese Lampe an ist, dann wird dieser Spiegel auch beheizt. Und das ist ganz gut, wegen dem, was hinter mir ist. Wird es hier drin manchmal ganz schön luftfeucht. Und wenn man diesen beheizten Spiegel nicht hätte, dann wäre der halt immer beschlagen. Und man würde nichts sehen und so. Ist er halt nicht beschlagen. Und hier auf der anderen Seite haben wir die Waschmaschine. Waschmaschinen haben in japanischen Wohnungen immer einen extra, ja, festgelegten Bereich, wo die Waschmaschine hinkommt. Da ist dann immer hier so eine Art extra Stellfläche dafür. Das liegt daran, dass da extra Waschmaschinenanschlüsse und sowas sind. Hier drüber haben wir noch ein kleines Regal, wo ich so einen Haken angehangen habe für ein bisschen Schmuck. Hier sind noch ein paar Handtücher und halt dann Waschmittel und solche Sachen. Und da oben so ein Ding, um unsere Wäsche aufzuhängen. Und die Sicherung. Ja, die Sicherung. Und hier haben wir unsere wundervolle japanische Nasszelle. Ihr werdet das sicherlich vielleicht schon kennen, wenn ihr euch ein bisschen mit Japan auskennt.
Oder vielleicht schon meine letzte Wohnungstour aus Japan gesehen habe, die wahrscheinlich schon 6 oder 7 Jahre her ist. Aber viele japanische Bäder haben so, ja, Plastik-Nasszellen. Wir haben jetzt hier eine, die super schön hält. Yay! wo wir die Dusche und die Badewanne drin haben. Es gibt diese Nasszellen auch noch, wo man noch ein extra Waschbecken mit drin hat oder vielleicht sogar komplett die Toilette. Das war zum Beispiel damals in meinem Studentenwohnheim so. Also das hier ist gefühlt schon größer als damals mein Bad. Schon gefühlter Luxus hier. Was ganz witzig ist in Bezug auf die Badewanne, ist, dass wir hier so ein Panel haben, mit dem wir die Badewanne bzw. das Wasser steuern können. Also die Badewanne an sich bewegt sich nicht. Damit können wir vorgeheiztes Badewasser in die Wanne reinlassen, aber wir können es auch neu aufwärmen oder sonstige Dinge irgendwie, die ich auch noch alle nicht so richtig verstanden habe. Aber damit kann man einiges machen. Man kann das hier sogar schedulen. Das haben wir auch noch nicht ausprobiert. Und dann hat man hier extra Wasser, was halt in die Badewanne reinfließt, über diesen Zufluss tatsächlich. Also natürlich kann man hier auch mit dem Wasserhahn, der man schon ein bisschen tropft, auch ganz normal Wasser in die Badewanne reinlassen. Aber ja, geht auch Hightech, wenn man das so nennen will. Und dann haben wir hier, weil das eben nicht nur eine Nasszelle, sondern eigentlich auch ein Trockenraum ist, hier noch ein Panel, mit dem kann man steuern, dass man hier für bis zu 5 Stunden diverse Programme an Trocknung einstellen kann. Wir nutzen meistens nur die oberen beiden. Ich bin mir gar nicht sicher. Das ist Heißluft und das ist Frischluft von draußen. Ah, und das ist etwas mit schnell. But I'm not sure. Die haben wir noch nicht so viel genutzt und hiermit stoppt man das Ganze nur. Aber damit kann man seine Wäsche trocknen oder diesen Raum einfach trocknen, wenn man halt geduscht hat. Das ist auch ganz praktisch. Und dann gehen wir hier nach nebenan ins Schlafzimmer. Das ist der erste richtige Raum sozusagen. Und es gibt ein paar Dinge an diesem Raum, die ganz gut sind und es gibt ein paar Dinge, die nicht so gut sind. Für ein japanisches Schlafzimmer ist dieser Raum, glaube ich, sehr groß. Wir haben schon ein Double-Size-Bett sozusagen und es ist trotzdem noch sehr viel Platz in diesem Raum. Was allerdings ein bisschen schade ist, ist, dass dieser Raum keinen eingebauten Schrank hat und das ist relativ normal in japanischen Wohnungen. Also viele Räume haben einfach direkt schon einen Schrank mit drin. Der könnte hier sein, ist er aber nicht. Deswegen haben wir uns eine ziemlich einfache und günstige Lösung gesucht für dieses Jahr, damit wir eben nicht direkt ganz viele Möbel kaufen müssen, haben wir so einen Stoff-Kleiderschrank-Teil gekauft. Also das ist so ein Gestänge, was man zusammensteckt und dann macht man da so einen Stoffbezug drauf. Das sieht jetzt nicht super schön aus, aber unterm Strich war das für uns die praktischste Lösung, um, wie gesagt, nicht einen Schrank zu kaufen und trotzdem irgendwo halbwegs sortiert unsere Klamotten unterbringen zu können. Und bisher sind wir eigentlich relativ zufrieden damit für das, was es halt tun soll, ne? Was das Schlafzimmer dafür dann doch hat, was auch viele andere japanische Schlafzimmer haben, ist ein eingebauter Spiegel. Also der ist hier auch wirklich gefühlt fest an die Wand geklebt mit der Tapete und so. Das gibt es auch sehr häufig. Nicht ganz so häufig wie eingebaute Schränke. Deswegen ist es ein bisschen witzig, dass wir einen Spiegel haben, aber keinen Schrank. Ihr seht vielleicht auch dieses interessante Ding, das haben wir oben nochmal und oben hat es ein paar mehr Funktionen, deswegen gucken wir uns das oben an. Jetzt, da wir im Schlafzimmer sind, reden wir aber nochmal über unser Bett. Denn wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist unser Bett ziemlich niedrig. Wie eben schon erwähnt, wollten wir uns nicht so viel Möbel kaufen. Deswegen haben wir uns gesagt, wir kaufen uns kein Bett, sondern nur ein Futon. Und das ist besagter Futon. Das ist, glaube ich, ein Double-Size-Futon bei Nitori. Es ist aber trotzdem nur 1,40 Meter. Das ist für uns okay, weil wir hatten vorher auch nur 1,60 Meter. Und sind damit auch gut hingekommen und von daher 1,40 Meter reicht für uns vollkommen aus. Ich glaube, es gibt auch noch größere Futons, aber ja, bei Nitori gab es die, glaube ich, auf jeden Fall nicht. Dazu haben wir uns dann noch so Mini-Nachtschränke gekauft, damit man wenigstens so ein paar Sachen irgendwo unterbringen kann, ohne dass die jetzt überall hier rumfliegen. Dann haben wir uns noch dieses kleine Gestell gekauft, wo man mal ein paar Sachen ablegen kann, die man nicht direkt wieder in den Schrank packen will, weil man die schon mal anhatte, aber die noch nicht gewaschen werden müssen. Damit die hier nicht auf dem Fußboden rumliegen, ist dieses Teil tatsächlich auch sehr praktisch. Das ist quasi der Stuhl. Ja. Innen schön. Und wo ich hier gerade so praktisch sitze, reden wir vielleicht noch über diese wunderschöne Öffnung.
Das ist mehr oder weniger ein Loch in der Wand. Es hat tatsächlich auch den Sinn der Lüftung. Also warum auch immer mögen Japaner Lüftungsmöglichkeiten. Und die können wir hier auch aufmachen. Da ist auch so ein Gitter drin, damit auch keine Insekten durchkommen. Und dann kann hier Luft durchfließen. Und wenn man dann vorne noch die Lüftung aufmacht, dann hat man so einen kleinen Luftzug durch die Wohnung sozusagen. Oder auch wenn man das Fenster aufmacht, ne? Ist ganz nett. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es manchmal nicht dazu führt, dass die Kälte und Wärme von draußen reinkommt, auch wenn man das nicht will. Aber man kann es sozusagen zumachen, aber auch das, würde ich behaupten, ist nicht wirklich dicht. Hier haben wir unsere Fenster. Wie ihr schon seht, sind die nicht durchsichtig. Also man kann nicht wirklich durchgucken. Die sind so mehr oder weniger Milchglas mit so einem Gittermuster. Das ist eine Sache, die an der Wohnung ein bisschen schade ist, weil wir das nicht so richtig vorher wussten. Es ist aber okay, weil nebenan direkt ein Gebäude ist, würde man jetzt auch nicht unbedingt wollen, dass die ganze Zeit Leute reingucken können, vor allen Dingen, weil es ein Altersheim ist. Es ist trotzdem schade und was auch schade ist, ist, dass sie einfach verglast sind. Das heißt auch, die sind jetzt nicht so gut isolierend. Ist auch ganz nett, dass man die halt hier aufmachen kann. Und auch hier hat man ein Fliegengitter. Yay! Also Japaner sorgen auf jeden Fall sehr dafür, dass keine Insekten in das Haus oder in die Wohnung reinkommen. Da bin ich sehr froh drüber. Genau, man könnte auch die andere Seite aufmachen. Das geht auch, alles kein Problem. Und da ganz oben, weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber da haben wir auch nochmal so Lüftungsschlitze, die man auf- oder zumachen kann. Also es ist insgesamt ganz nett, all diese Lüftungsmöglichkeiten zu haben. Aber wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, wie sehr das eigentlich nur Löcher in der Wand sind. Vielleicht ist noch erwähnenswert, dass wir hier eine extra Aircon haben. Das heißt, wir haben nicht nur eine einzige Aircon in dieser Wohnung, weil es über zwei Etagen verteilt ist, haben wir zum Glück zwei Aircons, die aber draußen über dieselbe Hauptunit laufen, also die kann schon ganz schön laut werden, aber die ist zum Glück oben, deswegen ist das hier unten beim Schlafen eigentlich ganz nett. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal nach oben und gucken uns an, wie das da so aussieht. Nur noch mal zur Orientierung, hier sind wir vorhin hochgekommen und jetzt gehen wir hier diese zweite Treppe hoch in den dritten Stock nach japanischer Bezeichnung. Was ganz witzig ist an dieser Treppensituation ist, dass wir dadurch hier einen ziemlich offenen, großen Space haben. Das ist ein bisschen ungenutzter Platz, aber ist eigentlich auch ganz witzig. Und ich glaube, das Lieblingsdetail von mir in der Wohnung ist diese Pflanze da. Die ist aber unecht, weil hier viel zu wenig Sonnenlicht hinkommen würde. Hier oben angekommen haben wir hier direkt den Storage-Raum, der tatsächlich wirklich sehr praktisch ist. Wir haben hier ein paar Jacken hängen, aktuell Winterjacken. Dann aber auch so Dinge wie Mülltrennung und ja, diverse Putzdinge wie ein Staubsauger und halt unsere Koffer und andere Dinge, die hier halt einfach so rumstehen, wo wir nicht wussten, wohin damit. An sich ist dieser Raum nicht gerade klein. Und als wir hier eingezogen sind, hatten wir gedacht, dadurch, dass dieser Raum auch so ein großes Fenster hat, könnte man hier vielleicht eine Art Mini-Büro reinbauen. Wir haben uns dann aber doch dagegen entschieden, weil erstens brauchten wir den ganzen Storage-Raum, also für unsere Koffer etc. Andererseits ist dieser Raum aber jetzt gerade auch super warm und stickig. Deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen aus der Puste gefühlt. Dieser Raum hat nämlich keine Aircon und ich glaube, im Sommer wäre das einfach der Tod gewesen, wenn man hier sitzt und versucht irgendwie zu lernen oder sonst was. Ich weiß nicht, warum dieser Raum so ein Riesenfenster haben muss. Das können wir auch wirklich nur aufmachen wie so eine Tür. Also nach außen und dann kann das halt entweder zu sein oder im 90-Grad-Winkel abstehen und mehr kann dieses Fenster nicht. Ist ein bisschen wild. Man kann auch hier, wenn man das Fenster aufmacht, so ein Fliegengitter runterlassen. Also dieses Fenster ist super praktisch, aber für einen Storage-Raum eigentlich schon zu praktisch, weil man es halt nicht benutzen wird, habe ich so das Gefühl. Und jetzt gehen wir mal rückwärts sozusagen weiter, um uns die Toilette anzuschauen. In japanischen Wohnungen ist es nicht so unüblich, dass die Toilette getrennt vom Rest vom Bad ist. Ist auch nicht unüblich wie bei uns unten, dass so ein Waschbeckenbereich extra ist und das Bad sozusagen dadurch dreigeteilt ist. Also Waschbecken, Toilette und Badewannen, Duschbereich extra. Und unsere Toilette ist eben hier oben im zweiten Stock sozusagen unserer Wohnung. Vielleicht an der Stelle noch eine witzige Sache. Japanische Bäder sind irgendwie nie gefliest. Deswegen ist diese Toilette hier auch in so einem ganz normalen Raum mit so Linoleumboden. Ich finde das manchmal ein bisschen ungewohnt, aber it is what it is.
Das Coole an dieser Toilette sind zwei Dinge. Einmal haben wir hier so ein sehr praktisches Waschbecken, das erstens keinen Platz wegnimmt und zweitens das Spülwasser sozusagen recycelt wird vom Händewaschwasser. Also wenn wir hier spülen, kommt hier Wasser raus, mit dem man die Hände wäscht, das dann halt den Tank auffüllt. Und beim nächsten Mal wird eben dieses Handwaschwasser genutzt, um eben die Toilette zu spülen. Und man verbraucht weniger Wasser. Yay! Was auch sehr praktisch ist, sind diese Klopapierhalter. Da verweise ich einfach auf diverse letzte Wohnungstouren von mir oder von Max. Verlinkt oben im i. Da wisst ihr, warum die so toll sind. Ich sag nur so viel dazu, die sind sehr einfach zu refillen, nachzufüllen. Ja, ist das Nachladen. Ist das das deutsche Wort, nachfüllen? Ansonsten finde ich dieses Bad hier ganz nett, weil es hier eine Ablagefläche hat und da eine Ablagefläche hat. Für den kleinen Raum ist das wirklich sehr praktisch genutzt. Das Einzige, was ich mich frage, ist, was hat unser Vormieter hier gemacht? Das sind so Flecken, wo ich mir denke, hat er auf Toilette geraucht oder... Hä? I don't know. Und dann gehen wir jetzt in den ominösen LDK-Raum. Wow. Also in unser Living-Dining-Kitchen-Zimmer. Und zwar starten wir hier mal im Küchenbereich. Der ist so durch diese Wand hier ein bisschen abgetrennt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dadurch ist es nicht so, hier ist ein quadratischer Raum und da steht eine Küche in die Ecke, sondern es fühlt sich ein bisschen mehr nach einem wohnlichen Space an. Die Küche ist jetzt nicht super groß, aber für eine japanische Küche durchaus groß. Wir haben drei Herdplatten, das ist gefühlt schon halber Luxus in Japan und diese Fläche, um Dinge zu schneiden und vorzubereiten beim Kochen und dann eben das Waschbecken. Da haben wir jetzt hier noch so eine Ablagefläche drauf gemacht, damit man den Abwasch auch mal hinstellen kann zum Trocknen. Es gibt leider keinen Ofen. Wir haben so einen lustigen Fischgrill, den ich jetzt nicht öffne, weil der, glaube ich, ziemlich dreckig ist. Und hier hinten haben wir noch eine sehr praktische Ecke, die für den Kühlschrank vorgesehen ist. Hier steht auch unser Kühlschrank, wer hätte es gedacht. Und eine Mikrowelle und einen Reiskocher und eine Banane. For scale. Banane for scale. Unser Kühlschrank ist relativ klein, aber es gibt etwas Cooles, was ich euch über unseren Kühlschrank erzählen möchte. Und zwar haben wir diese Wohnung komplett unmöbliert gemietet. Manchmal kann es bei japanischen Wohnungen, vor allen Dingen bei unserem Vermieter, sein, dass die wenigsten mit Mikrowelle, Kühlschrank und Waschmaschine daherkommen. Das war bei uns leider nicht so. Deswegen haben wir diese drei Sachen über einen Mietservice gemietet für ein Jahr. Und das Coole ist, erstens, die Sachen sind gebraucht, das heißt, es sind keine neuen Geräte. Und zweitens, das Ganze hat nur 250 Euro für ein ganzes Jahr gekostet. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass es wirklich so günstig ist. Aber wir haben einen kleinen Kühlschrank, aber er ist ausreichend für uns. Eine ganz, ja, basic Mikrowelle und eben die Waschmaschine, die ihr vorhin unten gesehen habt. Den Reiskocher haben wir uns tatsächlich neu gekauft. Den würden wir dann auch mit nach Deutschland nehmen, weil wir uns gedacht haben, das ist eigentlich ganz praktisch, sowas zu haben. Und warum kaufen wir das dann nicht einfach hier? Ja, und hier ist unsere wunderschöne Steckdosen-Situation. Oh, wunderschön. Eine letzte Sache noch zur Küche, bevor wir sozusagen in den nächsten Space weitergehen. Das ist dieses Fenster hier, sozusagen eine Durchreiche. Und das haben japanische Küchen tatsächlich sehr häufig. Und ich liebe das total. Ich finde das super gut und super praktisch. Und vor allen Dingen, was am praktischsten daran ist, ist, dass diese Durchreiche auch eine Art kleine Theke ist und wir dadurch sozusagen direkt einen Tisch hatten, an dem wir essen können. Wir haben uns diese zwei Stühle dann noch gekauft. Die sind jetzt nicht super hübsch, aber durchaus praktisch für die ganze Situation, die wir hier in der Küche haben. Und damit haben wir hier direkt unseren Esstisch sozusagen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das hier ist, dann sage ich euch, dass das ein Wasserkocher ist und zwar ein ziemlich cooler Wasserkocher. Vielleicht kennt ihr so japanische Wasserspender, die das Wasser kochen und auf bestimmte Temperaturen vorheizen. Das ist genau so einer, der sieht nur noch ein bisschen mehr fancy-schmancy aus als so der Standard gräulich-bräunliche Wasserkocher. Ja, und der ist ziemlich praktisch, den kann man 3 Liter vollfüllen und dann kocht er das. Man kann das auch dann abstöpseln, mitnehmen, hat eine Thermofunktion, ist super nice, lässt sich sogar drehen. Was will ich mehr in meinem Leben? Und hier seht ihr sozusagen nochmal von dieser Seite den Gesamtblick auf die Küche mit dem Fenster in die Küche rein. Wow! Und jetzt gehen wir rüber zum
Wohnbereich sozusagen. Also das war der Kitchen-Bereich mit dem Dining-Bereich, wenn man es so will. Und das ist der Living-Bereich. Für das Wohnzimmer sozusagen haben wir schon ein paar mehr Möbel gekauft, weil wenn das hier alles unmöbliert geblieben wäre, wäre das irgendwie ein bisschen weird. Trotzdem haben wir aber sehr aufs Budget geachtet und das bei dem ein oder anderen Möbelstück ein bisschen mehr bereut. Insgesamt ist es aber für das Working Holiday Jahr das Beste, was wir draus machen konnten. Wir haben hier einmal dieses Sofa. Das ist der größte Fehlkauf, würde ich sagen. Es ist super unbequem, hart und eigentlich auch viel zu klein. Was hat es gekostet? 60 Euro? Nee, ich glaube 100 oder so mit dem damaligen Wechselkurs. Aber ja, ich würde es nicht nochmal machen. Das war auch beim Aufbauen, mussten wir da nochmal Löcher in den Stoff machen, um die Schrauben reinzumachen. Und ja, es war ein bisschen abenteuerlich. Aber was soll's. Dann haben wir uns dieses kleine Lowboard gekauft, damit wir so ein paar Möglichkeiten haben, Dinge zu verstauen oder Dinge irgendwie zu organisieren. Außerdem haben wir uns diesen Fernseher gekauft, den wir eigentlich nie benutzen, aber wir brauchten ihn, damit unser Internetstick, der hier hinter dieser Pflanze versteckt ist, funktioniert, weil der funktioniert eben nur, wenn der an dem Fernseher angeschlossen ist. Und ja, deswegen haben wir einen Fernseher, der sonst nie benutzt wird. Und zu guter Letzt haben wir uns noch einen Schreibtisch inklusive Schreibtischstuhl gekauft, damit man auch mal vernünftig am Laptop was machen kann oder eben lernen kann. Bei dem haben wir nicht ganz so viel gespart wie bei den beiden anderen Möbeln. Das merkt man dem Schreibtisch auch an. Ich finde den super praktisch mit diesem Regal und so. Und hier haben wir nochmal das gleiche Fenster mehr oder weniger wie unten. Der einzige Unterschied ist, dass dieses Fenster oben keine Lüftungsschlitze hat. Hier haben wir dann auch nochmal wie unten eine Aircon, relativ ähnlich. Die Fernbedienung ist oben und unten auch genau gleich. Mit der können wir kühlen, heizen. Und trocknen. Und trocknen, genau. Also diverse Knöpfe, die wir, glaube ich, alle mittlerweile ganz gut herausgefunden haben, was die machen. Und damit steuern wir sozusagen die Temperatur. Nur nicht jetzt, weil es wäre halt ein bisschen laut. Und wo wir gerade noch bei lustigen Gadgets sind, ich habe euch ja versprochen, dass wir noch über dieses schöne Ding hier reden. Das ist sozusagen unsere Klingel, beziehungsweise auch unsere Kamera, um nach draußen zu gucken. Ich rede jetzt nicht so laut, weil sonst hören mich die Nachbarn. Genau, hier sieht man sozusagen unsere Tür. Ist ganz witzig, weil es ist nicht eine Kamera sozusagen von der Tür nach draußen, sondern auf die Tür. Das heißt, man sieht immer die Leute von hinten sozusagen. Das Coole ist, wenn jemand geklingelt hat und wir nicht da waren, dann wird das hier abgespeichert. Viele Leute wissen das, deswegen gehen sie relativ schnell wieder sozusagen aus dem Bild raus. Aber wir wissen auf jeden Fall, um diese Uhrzeit war jemand da und wollte irgendwas von uns. Und das ist dann auch das letzte lustige Gadget, das ich euch aus unserer Wohnung zeigen kann. Ich hoffe, die Wohnungstour hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und ich versuche euch noch irgendwas Tolles über unsere Wohnung zu erzählen und eure Fragen zu beantworten. Wenn ihr mehr aus Japan sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal und ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich immer freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.